Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zurück zu einem erneuten Battlefield 2042 Video. Vielen Dank, dass ihr weiterhin natürlich mit am Start seid. Nach Patch 3.2 hat sich die Welt geändert, zumindest im Battlefield 2042 Universum, denn wir haben das Klassensystem zurückbekommen und jetzt nach fast einer Woche zocken erlaube ich mir da auch ein erstes Fazit. Ich denke, die Änderungen haben dem Spiel wirklich gut getan. Man kann jetzt nämlich einfach besser predikten, was einem so gegenübersteht, ob es ein Sturmsoldat ist, ob es zum Beispiel ein Pionier ist, der dann Raketenwerfer oder Flugabwehr mit dabei haben könnte. Dementsprechend kann man da auch anders reagieren. Es ist nicht mehr ganz so random und trotzdem finde ich es gut, dass man immer noch die Wahl hat. Also man ist dann trotzdem nicht als Pionier nur auf LMGs beschränkt, sondern man kann eben auch ein Sturmgewehr, eine MP und so weiter mitnehmen. Das Ganze gilt natürlich auch für die anderen Klassen, aber dafür hat man dann den entsprechenden Bonus, den eben die Klasse hergibt, auf der Waffe oder dem Waffentyp nicht. Fair enough, muss ich sagen, finde ich richtig gut und auch so die bisherige Erfahrung im Game, wie gesagt, da wiederhole ich mich jetzt, ist auf jeden Fall positiv. Ich hoffe, euch geht es auch so. Könnt mir an der Stelle gerne mal in die Kommentare packen, wie denn eure bisherigen Erfahrungen dazu sind. Gut, heute wollen wir das Ganze mal ein bisschen aufarbeiten. Ich habe ja schon ein ausführliches Video dazu gemacht, wie das Klassensystem funktioniert und deswegen werden wir uns heute einfach mal darum kümmern, was sind denn so die besten Setups je Klasse und je Specialist. Und da teile ich ganz einfach meine Empfehlungen und auch meine Erfahrungen mit euch. Wenn ihr dazu Anregungen habt oder einfach ein Feedback geben wollt, wie ihr das Ganze jetzt aktuell zockt, dann ganz einfach ab damit in die Kommentare und dann schauen wir mal, was die besten Loadouts am Ende des Tages sein werden. Beginnen wollen wir also mit Sundance. Das heißt, sprich, wir sind mal in der Sturmsoldatenklasse, die, ihr wisst es, den AR-Bonus bzw. Sturmgewehr-Bonus mit am Start hat. Das heißt, wir können 3 Magazine extra mitnehmen. Dementsprechend ja, sucht man sich eben ein Sturmgewehr aus der Klasse aus. Man muss dazu sagen, aktuell ist ja in Diskussion, dass die Trommelmagazine mit einer enormen Visierverzögerung daherkommen. Da wird es eine Anpassung geben, da kann ich euch an der Stelle in jedem Fall mal beruhigen. Trotzdem würde ich euch heute und eben im Moment nicht empfehlen, Trommelmagazine drauf zu packen, weil die einfach die ADS-Time extrem verlängern. Zur Folge hat das ganz einfach auch, dass die Portal-Waffen, die haben diese Trommelmagazine generell nicht, da auch ordentlich davon profitieren. Natürlich könnt ihr auf den anderen Sturmgewehren auch das Ganze ohne Trommelmagazine ausrüsten. Trotzdem, ich würde die Gelegenheit mal nutzen und einfach mal die Portal-Waffen ein bisschen ausprobieren. Generelle Empfehlung pro Waffe, wie gesagt, habe ich schon ein separates Video gemacht. Was sind so die besten Waffen 2023? Das hat nach wie vor Gültigkeit, insbesondere auch, weil die Trommelmagazine dann eben wieder zurückgeschraubt werden. Also, ihr nehmt ein Sturmgewehr mit, ihr sucht euch ganz einfach eine Sekundärwaffe aus. Also auch da selbes Prinzip, habe ich auch umgebaut, Trommelmagazin nach hinten gesetzt und eben die Extended Version auf die Pistole drauf geknallt, einfach damit ich diese ADS-Verzögerung nicht drin habe. So, jetzt könnt ihr, Sundance ist primär mal so als Flank-Spezialistin zu sehen, eben mit dem Wingsuit kommt man perfekt gegen oder hinter die feindlichen Linien, sage ich es mal so, und man kann sie wunderbar gegen Fahrzeuge einsetzen. Also hier würde ich gar nicht unbedingt Armorplates empfehlen, sondern wenn ihr euch C5 mitnehmt und an der Stelle vielleicht als zusätzliches Gadget einfach nochmal eine Smoke Grenade, so Frag Grenade, braucht ihr meines Erachtens nach nicht, weil sie hat ja eh ihren Granatengürtel mit dabei. Das könnt ihr euch ganz einfach sparen und dann seid ihr auf jeden Fall gut oder wirklich sehr gut aufgestellt. Und nochmal Richtung Sturmgewehr, nehmt eine Portal-Waffe mal mit und ansonsten als beste Alternative aktuell das M5A3 wie gehabt. Gut, dann kommen wir zu Dozer. Ich würde sagen, Dozer ist mit Abstand der Held, den man mit am meisten vergessen kann. Klar, er hat sein Einsatzschild dabei, er hat natürlich wie alle anderen auch den Sanitätsstift oder den MedPen mit dabei. An der Stelle kurzer Hinweis, viele haben das nicht bei den wöchentlichen Aufgaben gefunden, weil ihnen wohl nicht bewusst war, dass man den jetzt automatisch mit dabei hat. Also den rüstet man nicht mehr als Gadget aus, sondern den hat der Sturmsoldat automatisch mit dabei. Also, für C5 ist er vermutlich zu langsam. Ich weiß nicht, was man ihm mitgeben kann. Vielleicht einen Rauchgranatwerfer und dazu noch eine Frag Grenade. Ist wirklich ein Specialist, den ich überhaupt nicht selber nutze. Von daher, vielleicht hat ja einer von euch da eine bessere Empfehlung dazu. McKay, nach wie vor aus meiner Sicht der stärkste Specialist im ganzen Spiel.
den nehmt ihr auf jeden Fall mit. Armor Plates würde ich euch empfehlen und nehmt Smokes mit, weil da müsst ihr vorne rein, da müsst ihr vorne ran. Und man kann einfach perfekt auch aus diesen Smokes mit dem Rappling Hook auch ganz einfach mal abhauen. Da findet euch so bald niemand mehr. Gut, letzter aus der Klasse ist natürlich Zane. Der hat nochmal seine Anti. Er wollte ich schon sagen, aber sein Ich hole Infanterie aus der Deckung raus. Die XM370A. Mit dem habt ihr auf jeden Fall ein Mittel an der Hand, naja, um die Schildkröten unter den gegnerischen Spielern aus der Deckung rauszuholen. Ich würde ihn nochmal ausstatten mit eben den Armor Plates. Ganz einfach. C5 seid ihr ein bisschen zu weit weg. Vielleicht noch ein Smoke Grenade Launcher. Den kann man vielleicht auch noch ganz gut hernehmen. Und ansonsten als zusätzliches Sketchhead, ja, könnt ihr eine Frag Grenade mitnehmen. Ich habe sehr gerne immer die Smoke Grenades mit dabei. Ganz einfach. Weil wir trotz Kartenverbesserung und allem anderen dann doch wirklich sehr, sehr gut über die jeweilige Map kommen. Und damit sind wir mit der Sturmsoldatenklasse erstmal durch. Entsprechend geht es weiter zur Pioniersklasse und wir starten mit, naja, einem Helden, der sehr, sehr lang, vor allem am Anfang, recht stark war in dem Game, aber nachdem sein Geschütz ja deutlich abgeschwächt wurde, jetzt wirklich eher zu den schlechteren Specialists gehört. Und das ist der gute Boris. Dem schnallt ihr natürlich ein LMG auf. Ich würde mich da aktuell wirklich die LCMG oder das Avensis empfehlen. Sind mit die stärksten in der Sache, auch wenn natürlich hier zum Beispiel eine XM8 auch super Laune macht. Wie gesagt, auch hier packe ich euch nochmal einen Verweis einfach auf das beste Waffenvideo. Da könnt ihr euch gerne nochmal durchklicken, was da das Beste ist. Selbiges für die Sekundärwaffe, da bin ich ein bisschen unkreativ, nehme ich immer dasselbe. Als Gadget nehmt ihr das oder den M5 mit, je nachdem, was da gerade überhand nimmt. Man muss jetzt schon sagen, durch das Markieren von Gegnern kann man sehr oft mit der M5 arbeiten und ihr seid halt auch nicht so eingeschränkt wie bei einer FXM33, also sprich einer Anti-Air oder dem Javelin. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, würde ich so mitnehmen und als letzte Ausrüstung könnt ihr eine Frag Grenade mitnehmen oder wie immer die allseits beliebte Smoke Grenade, um mal einen entspannten Schleichmeier zu machen. Bei Liz ist es natürlich so, durch ihr G84 Raketensystem könnt ihr als Gadgets jetzt nicht nochmal zusätzlichen Raketenwerfer ausrüsten. Also da nehmt ihr am besten C5 mit, dann habt ihr auch nochmal die volle Fahrzeug- oder Anti-Fahrzeug-Power. Und abschließend auch wieder selbe Diskussion, entweder Frag Grenade oder eine Rauchgranate. Als letzter Specialist aus der Klasse Crawford. Also, der hat sein stationäres MG mit dabei. Ja, natürlich haben generell auch nochmal die Pioniere natürlich den Werkzeugkasten mit dabei und können schneller Fahrzeuge reparieren. Also auch hier die gleiche Diskussion, LMG mit am Start sein, hier die Weapon Preferency nutzen. Durch Knien oder das Abknien auch in einem Gunfight könnt ihr dann nochmal ordentlich Präzision rausholen. Gilt natürlich für alle anderen Specialists genauso. Und dementsprechend nehmt ein M5 mit, je nachdem welchen Modus ihr spielt. Klar, kann man auch mal eine Anti-Air mitnehmen oder eben die Javelin. Hier den Robo-Bot, ja, ganz witzig, aber ich glaube, das ist nicht das, was man wirklich ernsthaft verwenden kann. Ich würde hier einfach die Klasse nutzen und dann eben einen dieser drei Werfer mitnehmen. Alles andere ist dann auch wieder relevant für eine andere Klasse. Gut, damit wären wir mit den Pionieren schon durch und wechseln zu den Versorgern. Auch wieder beginnend mit Irish. Irish hat sein Befestigungssystem mit dabei, das nach wie vor richtig, richtig stark ist und ihr habt als bevorzugte Waffengattung die MPs mit dabei und ich sage euch eins, das macht richtig Laune durch die verkürzte ADS Speed Time. Also da gibt es für mich aktuell, ich würde mal sagen, über alle drei Specialists, egal ob das jetzt Maria Falk ist, die sich absolut geil spielt, auch durch ja, die Möglichkeit, die anderen eben zu heilen und sich selber zu heilen. Selbiges für Angel, macht absolut Laune. Ihr nehmt die PP29 mit, ganz einfach. Ihr habt jede Menge Kugeln, ihr könnt einen Schalldämpfer draufpacken, der absolut underrated ist, aus meiner Sicht. Also die Gegner raffen überhaupt nicht, wo ihr herkommt. Es ist eben nicht als Trommelmagazin
gewertet. Deswegen habt ihr keinen ADS down und könnt ja richtig durchrasieren. Maria Falk, klar, die nimmt als Gadget auch nochmal die Munitionskiste mit und da wir pushen wollen, auch nochmal den Smoke. Dasselbe setzen wir dann an bei Angel, wobei der sowieso immer Munition mit dabei hat. Also da kann man sich auch nochmal überlegen, ob man hier vielleicht wechselt, mal den Rauchgranatwerfer mitnehmen und dafür eine Frag Grenade. Würde sich auf jeden Fall anbieten, weil der hat natürlich eben die Munitionstaschen sowieso mit dabei. Und damit würde ich sagen, gehen wir abschließend noch auf die Aufklärerklasse. Also auch die richtig, richtig interessant geworden. Wir starten mal mit Casper. Der hat sowieso eine passive Fähigkeit mit seinem Radar, dass ihr seht, wenn ein Gegner bei euch in der Nähe ist. Macht auf jeden Fall Sinn. Ihr nehmt natürlich eine Sniper Rifle mit, weil ihr im Zoom nicht mit dieser Ein-Ausatmen-Technik und so weiter, bis ihr mal schießen könnt. Nein, ihr seid sofort on point, also bietet die Waffengattung natürlich das Beste vom Besten oder stellt das Beste vom Besten dar. Dazu nehmt ihr eine Secondary mit, auch hier immer das Gleiche oder für mich nach wie vor die beste Wahl, die G57. Ihr könnt die Leuchtspurpistole mitnehmen, damit könnt ihr Gegner markieren und insbesondere auch Fahrzeuge, die dann wieder hilft, eure Pioniere, die den M5 zum Beispiel mit dabei haben, ganz einfach die Gegner dann auch treffen zu können. Man kann den Proxy-Sensor auch noch mitnehmen und ja, Soulflame macht jetzt, glaube ich, weniger Sinn, weil Casper hat ja seine Drohne mit dabei, also der kann sich die Gegner auch selber spotten und im Zweifel nehmt ihr halt auch nochmal das Funkfeuer mit, dass eure Mates bei euch spawnen können. Bei Rao, selbes Prinzip, den würde ich auch eine Sniper mit raufpacken. Der kann natürlich die Gegner auch nochmal markieren, aber auch hier würde sich wahrscheinlich anbieten, dass man hier dieses Funkfeuer auch mitnimmt oder halt nochmal den Proxy-Sensor. Alles andere kann er selber spotten. Soulflame macht jetzt da auch weniger Sinn und last but not least, würde man fast sagen, Pike. Und da sind wir uns, glaube ich, alle einig, versteht niemand, was Pike in dieser Klasse zu suchen hat. Oder sagen wir es mal so, durch ihre aktive Fähigkeit, nämlich den Scan und naja, auch die vielen, vielen Kommentare, ist ja Wallhack und so weiter, wurde zwar schon mal genervt, aber haben sie eben Pike aus einer aktiven Klasse oder aus einer Close Combat Klasse rausgenommen. Finde ich jetzt nicht so nice, aber es hält euch ja durch die Waffen niemand davon ab. Ihr könnt ihr eine MP geben, fällt zwar der ADS-Vorteil weg, beziehungsweise der Sprint-to-Fire-Vorteil, aber ist trotzdem noch stark genug, ihr könnt den Scanner nutzen. Also macht aus meiner Sicht keinen Sinn, die groß auf Distanz zu spielen, weil sie hat eben ihre Vorteile durch ihren Scan, durch Close Combat und da muss man rein. Dementsprechend würde ich sie auch wirklich nochmal voll ausstatten mit Proxy-Sensor und den Smokes und ganz einfach Pike nach wie vor aggressiv und aktiv spielen. So meine Freunde, ich denke, das Video ist jetzt sowieso schon länger geworden als ursprünglich geplant. Trotzdem war es mir wichtig, euch hier mal einen kurzen Abriss oder Ausblick auch auf die jeweiligen Klassen und Setups zu geben. Jetzt könnt ihr nochmal eure Meinung dazu in die Kommentare packen, beziehungsweise mir auch ganz einfach mal sagen, was jetzt unter dieser Übersicht euer Lieblingsloadout ist, auf was oder mit welchem Loadout, mit welchem Specialist habt ihr jetzt Bock, so richtig reinzugehen in Battlefield 2042. Alles andere zu den Waffen, Video verlinke ich euch an der Stelle nochmal. Schaut da auch gerne rein, wenn ihr weiterhin mit am Start bleiben wollt. Gerne den Abo-Button pressen und natürlich auch die Notifications, also die Benachrichtigung anschalten, denn die wäre nicht immer zuverlässig von YouTube ausgegeben und ich würde mich natürlich auch noch freuen, wenn der eine oder andere sich auf unserem Discord-Server einfindet, da bekommt ihr nämlich auch mal die Infos aus erster Hand. Ich tausche mich mit euch auch so ein bisschen über die neuesten Dinge aus. Klar, ehrlicherweise, der ist aktuell ein bisschen eingeschlafen, deswegen freue ich mich auch, wenn der eine oder andere das Ganze mit mir wieder beleben möchte. So Leute, jetzt aber Schluss für heute, entspannten Sonntag noch, haltet die Ohren steif, as always und vorab schon mal einen guten Start in die neue Woche. Wir sehen uns ganz sicher im nächsten Video. Bis dann und haut rein, euer A-Team.